Waren schon auch 10 Stunden bis zum Morgen. Das Intro vom Spiel war auf jeden Fall schon mal sehr nice. Klar, Ragnar, ich auch. Oh, was? Oh. Vor allen Dingen im Dunkeln. Verdammt. Das Tor ist kaputt, klettere rüber. Toll, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es kommt davon, wenn man in den Chat guckt, ne? Na, schafft sie's? Na komm, Mädchen, noch rüber. Perversen sind auch schon da. Ja, Ragnar, das werde ich machen. Ich entscheide nach meinem persönlichen Empfinden. Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Verdammt. Hey, hey, hey. Ist okay. Gut so. Komm her. Echt süß. Echt? Kann ich das? Oh, Sam. Also, Sam scheint ja schon mal relativ ehrlich zu sein. Ne? Sohn. Zum Lachen geht sie lieber in den Keller. Tapfer ist sie. Ja, romantisch auch nicht. Da geht's gleich zur Sache. Da wird gleich geknattert. Und neugierig, naja. So, weiter geht's.
Ich dachte gerade, da oben baumelt einer. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Oha. Achso, mit diesen Tasten. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung, gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Also ich glaube, wir haben nur die schwarzen, die roten und die braunen. Was wird es wohl sein? Ein Führungstotem. Von Sam bei der unteren Seilbahnstation gefunden. Okay. Ich werde immer so angezogen von irgendwelchen roten Schriften. Wow, Graffiti, so weit hier oben. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Wie war? Ach. Ich geh erst mit zum Rucksack. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Hallo, wir schnüffeln immer herum. Chris, es verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch, humorvoll. So sieht er schon aus. Erschreck mich nicht. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Bitteschön. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Ich
Ja, hau rein, Junge. Na, war ja wieder klar. Warum sind Türen auch immer abgeschlossen in Horrorspielen? Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Gesucht, Milgram Victor, Geschlecht männlich, 1,88 groß, letzte bekannte Adresse Blackwood Pines, zuletzt gesehen 16.03.98. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood, Police Monteux, Provincial de Blackwood. Alles klar. Juli 98. Mach das mal, Ragnar. Sag dir nur, hast du sie gefunden. Ah, okay. Kann man sich das also nochmal angucken. Ah, doch nicht Start, Mann. Stimmt, die Ehrlichkeit ist gesunken. Aber guck mal, dafür ist er jetzt neugieriger. Und Chris mag sie auch nicht mehr so doll. Tada! Ziemlich krass, oder? Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Rosa. Okay, los geht's. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin also dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Vergiss es. Ich hab dich erwischt! Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn.
Also, welches Arschloch würde dann jetzt auf dieses arme Tierchen schießen? Geht dich nix an. Sam hat Chris erhaltene Nachricht gelesen. Chris war beleidigt wegen Sams Taktlosigkeit. Ratten mit buschigem Schwanz. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Hallo, Steuerung. Ja. Hier, willst du es auch nochmal lesen? So, jetzt weißt du auch Bescheid. Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Lass mich mal, Mädchen. Ich kann das. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Gibt's hier zu sehen? Ah, cool. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl wahr. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Bis sie da ist? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese vom Blackwood Forest. Ach, lass das. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Hier gehört bloß ein Berg. Kann ich nochmal umschalten? War da noch was? Nee, ne? Alle einsteigen, bitte. Wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja! Auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Nein, nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke.
Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was war das denn? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Oh mein Gott, ich hab so eine Farbe! Nein! Lauf! Matt, wir müssen sofort Hilfe holen!